Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ihr wisst Bescheid, Ramses hatte Geburtstag, ist 35 Jahre alt geworden. Wir haben ein riesiges Community-Treffen veranstalten wollen. Ich habe alle ehemaligen Meilen-Teilnehmer eingeladen, die meisten davon sind gekommen. Ich habe gefragt, wer sonst aus der Community noch kommen möchte. Jeder hätte kommen können. Ein paar Leute, die ich noch gar nicht getroffen habe, noch nie live gesehen habe, sind auch dabei gewesen, haben sich mit den anderen vernetzt, mit den anderen angefreundet. Das war richtig cool. Das war am Freitag und am Samstag, um in den Geburtstag am Sonntag rein zu feiern. Aber Hannes kam ja schon am Dienstag und ich habe mit Hannes Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 3 Tage lang so viele Tastings und Challenges und andere Dinge gemacht, dass wir am Freitag schon einen richtigen Durchhänger hatten, Freitag trotzdem nochmal Gas gegeben haben und am Samstag bei mir gefühlt gar nichts mehr ging, weil ich so übersättigt war mit allem. Ich hatte absolut eigentlich gar keinen Bierdurst mehr. Manche vor Ort haben sich vielleicht gedacht, was ist denn mit denen los? Die sind ja komplett im Arsch. Warum das so war? Wir haben ja immer wenig Zeit, wir haben immer so viel zu tun, wir haben so viele Sachen gefilmt. Das möchte ich euch jetzt mal zeigen im Teil 1. Die Vorbereitung, der Countdown bis zum Geburtstagswochenende, die 3 Tage mit Hannes. Kurz mal zusammengefasst, welche Tastings da waren, was wir so alles gemacht haben. Jedes einzelne Ding, was jetzt hier gezeigt wird, kommt auch nochmal in voller Länge als Video auf dem Kanal. Aber da werdet ihr sehen, was in den 3 Tagen abging, wieso wir also dann am Freitag und Samstag so ein bisschen abgekackt sind. Das wird 3 Teile haben, dieser, die 2 anderen, insgesamt 3 Teile, alles rund um das Geburtstagswochenende. Und mal gucken, ob man das nächstes Jahr vielleicht trotzdem wieder machen kann, wer dann dabei ist. Aber am besten nicht mit vorher diese 3 Tage, die ich jetzt mit Hannes erlebt habe. Ich wünsche euch viel Spaß, ihr kriegt einen kleinen Einblick, ein kleines Best-of und dann mal gucken, Geburtstagswochenende, Freitag, Samstag mit den ganzen anderen Verrückten und ja, wie zu Start kommt. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das wird ein Geburtstagsvlog, denn Ramses wird 35 Jahre alt. Wir haben das Jahr 23, 88 geboren, das passt sogar, 35 Jahre, Ramses der Dicke. Und ich habe mir was überlegt, heute ist nämlich Dienstag. Ich hole gerade Hannes vom Bahnhof ab, der kommt 12.30 Uhr mit dem Zug. Und das habe ich letztes Jahr zum Geburtstag bekommen von Pupsi. Das ist irgendwie schwedisches Lakritz. Und das soll so extrem salzig sein, dass jeder auf YouTube damit Challenge macht und nach einem Ding schon in der Ecke liegt. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist, wie das genau heißt. Wenn ich es rauskriege, kann ich es ja nochmal sagen. Salmiak, okay. Ich werde jetzt ein so ein Ding essen und jeden, den ich vom Bahnhof abhole und jeder, der zum Geburtstag kommt, der kriegt zur Begrüßung auch ein so ein Teil. Mal gucken, wie die Leute drauf reagieren. Wir machen es erstmal auf. Es hat nämlich so einen super schönen Deckel. Das ist halt, wer keinen Lakritz mag, der hat vielleicht jetzt Pech. Also Lakritz ist das eine, Salz ist das andere. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wir probieren mal kurz. Okay, der Lakritz-Geschmack ist vorhanden. Das Salzige ist auch da, aber so extrem übertrieben. Ich finde, man hält es aus, aber es ist ja auch nur eins gewesen. Jetzt gibt es Leute für eine Challenge, die essen dieses ganze Glas und haben solche Schmerzen, dann löst sich der ganze Haut ab, der ganze Kopf fällt auseinander. Das ist richtig brutal. Wir wollen es aber nicht übertreiben. Ich möchte, dass jeder mal so ein Ding kostet von diesem komischen schwedischen Lakritz. Nach Suströming, jetzt Lakritz und jetzt auf Hannes warten. So, da habe ich nur schon entdeckt, den Hannes. Moin. Hannes, stell mal deinen Beutel kurz ab. Nimm mal das hier, ich überfall dich jetzt direkt. Mach mal auf, nimm mal eins raus und probier mal. Und sag mir mal, nach was das schmeckt. Jeder kriegt zur Begrüßung jetzt ein so ein Ding, habe ich mir gedacht. Wie lecker. Lecker.
Nee, das muss doch eklig sein. Lecker. Du musst es doch voll schlimm finden. Ist Hustrümmingmäßig. Lecker. Ja, das ist. Aber in Hannes kann man mit nichts schocken. Was ist ein Bloody Orange und Lemon Energy Drink Zombie Attack? Okay, Hannes hat schon wieder hier. Der übernimmt einfach die Führung. Ich will ihn schocken damit, er holt den Zombie raus. Was sehe ich denn dann noch? Habanero Lime. Ach, ja. Das ist ein Geschenk. Ja, dein Geburtstagsgeschenk. Das müssen wir uns später dann angucken. Wir müssen uns jetzt erstmal ablöffeln und dann habe ich gedacht, dass das krasser ist für ihn. Sehr lecker. So, weil der Hannes keine Zeit hat, hat er gesagt, er will mir jetzt gleich hier noch Geschenke überreichen und alles. Das ist von seiner Mutter. Ja. Für den kleinen Habanero. Ist das eine Libelle? Ja, eine Libelle. Die stechen doch, oder? Ja. Die sind doch mega gefährlich. Aber Habanero, ja, sticht auch. Ein Body, langärmlich, mit einem Dinosaurier drauf. Der ist schön, ich hoffe, die Größe passt auch. Naja, ich habe Sandra gefragt gehabt, das ist genau die richtige Größe im Moment. Die haben immer Heimlichkeiten hier, tauschen heimliche Körpergrößen aus und so. Was ist das jetzt? Das ist ja so ein schön wie Präsentkorb zusammengedingst mit Folie drum. Ja, ja. Selbst gemacht, ja? Oder gibt es das, gemacht. Oder gibt's ja, das so zu kaufen mit Samyang drin? Nein, selber gemacht. Jetzt hat er hier einen Präsentkorb. Ich sehe, da ist Samyang Habanero Lime drin. Genau. Hier kann man reingreifen. Ja, hier ist Samba Oleg in Tube. In Tube kenne ich das gar nicht. Da ist noch eine Flasche Pfefferminz. Minze. Für den guten Atem zwischendurch. Ja. Und die Pappe, ne, die hast du auch selber gemacht. Das ist aber sehr schön. Die habe ich. Sieht jetzt ein bisschen deformiert aus, aber ja. Dankeschön. Ja. Sind alles Sachen, die ich brauche. Was zu trinken, was zu essen und. Und was Scharfes. Zum Zähneputzen, so sieht genau, das aus. Richtig. Eigentlich war mein Plan, Hannes kurz zum Netto zu schleppen, Zutaten für die Rhabarbermaß holen, aber er hat gesagt, er hat Begrüßungsbierchen dabei. Weil eins kann man ja, glaube ich, trinken. Dieses Tiger Asian Lager. World Acclaimed. Das ist richtig stark. Das versuche ich jetzt mal aufzumachen mit einer Hand. Unterwegs hat er noch einen Büffel erlegt. Und hat, ja, ja. Willst du das jetzt da draus trinken oder ist es fürs Geburtstag? Nee, das ist dann fürs Geburtstag für den hier. Ein Fass hat er auch noch dabei. Fürs Fässle. Hannes, ich glaube, wir können heute schon Geburtstag feiern ohne die anderen. Prost. So, jetzt nochmal richtig. Prost. Hannes, schön, dass du da bist. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Merkst ja, ich kann gar nicht aufhören zu reden, weil ich mich so sehr freue. Das ist super, das ist einfach. Jetzt müssen wir morgen auch ca. 12.15 Uhr her und Freitag den Rest abholen. Und bis dahin nehmen wir ein paar Videos auf. So, wir sind jetzt kurz hier netto, weil ich möchte Hannes mal so ein Schnitzelbrötchen zeigen. Guckt euch nochmal hier den Zombie-Drink an. Aim for the Head. Da sind sie mit roten Augen im Hintergrund. Das sieht richtig brutal aus. Der heißt ganz gelb und da steht Take Off, Zombie Attack, Staring and Featuring Blood Orange and Lemon Energy Drink. Aber das werden wir mal extra testen und nicht hier im Geburtstagsvlog. So, das sind die Zutaten jetzt für die Rhabarbermaß. Rhabarbersaft haben wir schon. Hefeweizen natürlich dazu und Weizenkorn als Topping. Aber das seht ihr in einem extra Video. Schmeckt jetzt schon wie Bananenweizen. Das finde ich immer das Gute. Nur ohne Banane. An so Weizen. Sagen wir probieren erstmal kurz, aber trotzdem einen Prost. Prost. Lass uns probieren, wie es schmeckt. So, der Hannes und ich, wir haben jetzt gerade die Rhabarbermaß getestet. Und ich habe schon wieder dieses blöden Salmiak-Lakritz-Dinger rausgeholt. Ich wollte jetzt wirklich noch mal wissen, was das jetzt genau ist. Weil das ja eigentlich krass ist, aber irgendwie gerade auf uns nicht so krass gewirkt hat. Und wenn ich das rumdrehe, hier steht extra nochmal, extra starkes Salmiak-Lakritz mit einer cremigen Salmiak- und Lakritz-Creme-Füllung. Kühl und trocken lagern, enthält Süßholz. Bei hohem Blutdruck sollte ein übermäßiger Verzehr dieses Erzeugnisses vermieden werden. Extra starkes Erwachsenen-Lakritz. Kein Kinderlakritz. Achso, der Hannes wollte übrigens noch einen. Dann mach mal auf. Nimm dir mal noch eins raus. Andere Richtung. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Mach ein Loch rein. Guck mal, da ist sogar ein frischer Deckel drauf. Aber nicht. Muss auch was für die Gäste übrig lassen, ne? Dann nimm dir noch eins. Ich nehme mir auch noch eins. Jetzt guck mal nochmal, wie es schmeckt. Nach der Rhabarbermaß. Meins schmeckt mir auch. Ja, tun uns auch mal eins raus. Da steht ja schon drauf, dass das auch mit einer cremigen Lakritz-Füllung ist oder so.
Guckt, ihr seht schon, wie das total salzig ist eigentlich. Boah, Lakritze. Oh, Salz. Er mag das Lakritz nicht. Na. Ich mag das Salz nicht. So, jetzt pass auf, Special Guest. Weil wir hier sitzen, kam Marie und hat gesagt, sind das Gummitierchen, können wir die mal probieren. Und weil, wir sind ja ehrlich, Hannes, mach mal auf, du isst doch so gerne eins. Wir haben Freitag keine mehr für die anderen. So, ja, wir müssen noch für die Gäste aufheben, aber ein letztes Mal jetzt, wegen Marie, extra. Probier noch mal eins, Hannes, komm, schnell, das ist wichtig. Schön. Jetzt gucke ich, nehme mir auch noch eins in den Mund. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, nehmen Sie auch mal eins, die Dame. Das ist Lakritz. Das ist nur für echte Kerle, ne? Schmeckt's? Nach was hat's denn geschmeckt? Ist sehr salzig, ne? Eklig. Zombie Attack, Koffein und taurinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Blutorangengeschmack. Blutorangengeschmack als Energydrink. Ich würde sagen, probier mal kurz ein Nibber oder als zwei. Als wenn ihr Vampir von ihr Blut trinkt. Das sind 3 Liter roter Bräu. Da kriegst du einen roten Kopf, eine rote Mütze. Rot, Rhön, roter Bräu, 3 Liter Magnum. So Neiblasen. Ja, da fliegt mir alles in die Gusch. Das ist der Jakobusfluss. Ich glaube, auf die Flasche gibt es sogar 6 Euro Pfand. Das ist der Unterschied zwischen mir und ich. Dann guck. Nein. Das ist nämlich Trooper Bier, das ist ein Progressive Lager und das sieht einfach genial aus. Haben wir die schon genauso wie alles andere. Natürlich, wir haben ja schon alles probiert. Wir haben hier schon durch. Du bist der Hannes. Prost. So, Moment, jetzt kommt's. Und er ist der Ramses. Dieses Set Chili-Soße geschickt bekommen, das ist ein Bus. Ich ziehe mir hier drüben mal eins rein und versuche auch genau einen Tropfen drauf zu machen, die immer noch irgendwie so ein bisschen nach Pflaume und Winter schmeckt. Herrlich. 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 Sagt er, herrlich. Das ist der Hannes. Moin. Jetzt muss man erstmal überlegen, wer das überhaupt ist. Genau. Ne? So weit sind wir schon gekommen. Walzumer Bier Sixpack. Jo. Genau. Oh, schon guck, läuft. Das ist den Hannes sein. Läuft. Machen das wie eben hier an diesem dreckigen Pfosten und dann schiebt man den hier runter machen. Das ist es. Läuft auch. Das Ramses. Das wäre das Geilste, was ich jemals. So, das ist der Hannes und das ist der Ramses. Nach einem kleinen Samyang Habanero Lime Frühstück. Es ist mitten in der Nacht, es ist mitten am Abend. Was legst du jetzt da Pokémon-Karten hin? Bruder, ohne Spaß. Jo, ohne Spaß. Da stoße ich lieber an. Prost. Und sag alles Gute. Alles Gute. Schatz. Wir haben nichts an. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen, Hannes brennt, was auch immer, eine neue Challenge. Wir wollen nämlich heute Hot Sauces testen, dass das nach was ausschaut, aber der Inhalt wieder kompletter Bullshit ist. Und das ist halt leider so. Guck mal, jetzt bin ich hier auf den Knopf gekommen, da gehen sogar Geräusche los. Ich muss doch eigentlich hier drauf füllen. Komplett. Mein Wort, habe ich es fast vergessen. Essiger. Und die allererste Maß, die wir nicht kannten, ist die
Schokomars. Schokomars! Genuss, bitteschön, Hannes. Wenn wir sie in der Mitte haben, können wir sie zerquetschen. Prost. So, jetzt ist sie tot. In diesem Video sind keine Wespen gestorben. Kommt jetzt nämlich die Bambucha-Mars, wenn die so heißt. Kennst du das so? Willst du mal probieren, Hannes? Ich kenn's. Haben wir früher immer an Silvester separat noch als Stammball bekommen. Mir schmeckt's nett. Diese fette, große Pappbox von Eibauer Spezialitätenbox. Hannes, das klang total cremig. Ja. Das heißt, wenn du jetzt noch eins trinkst, dann ist es soweit, glaube ich. Es geht um diesen Karton, um diese Box. Das sieht erstmal unspektakulär aus, aber ich muss sagen, das sieht so stark aus, wenn du das jemandem zum Geburtstag schenkst, der sagt echt, krass, Digger, Dude, das war richtig teuer bestimmt, das ist richtig nice. Wir können euch nochmal zeigen, this is a Kesto Production, genau. Ich glaube, das ist gar nicht so dunkel wie das andere, aber dieses Baldic Double, wo willst du denn hin? Bleib mal hier. So, bei uns ist heute Donnerstag, Freitag geht's ja weiter. Und was ich noch brauche, ist eine Badehose. Und hier haben wir jetzt einen Ständer. Ich habe da verschiedene Badehosen dran und guck mal, die leuchten richtig. Hier gelb, grün, alles wunderbar. Irgendeine brauche ich. Da sieht so aus wie eine Turin. Was das ist, weiß ich nicht. Hier hängen auch Orange, die sehen aus wie mein Schlafsack. Da habt ihr rosane. Und ja, was ich mir raussuche, weiß ich noch nicht. Muss mal nach der Größe gucken. Hannes braucht keine Badehose, hat er gesagt, der geht nackt. Ich habe sonst immer so eine rote gehabt, die aussah wie von Baywatch. Hier gibt es auch eine Freddy Krüger Hose, guck mal. Ich suche mir jetzt eine raus und mal gucken, welche es sein wird. So, das Leben ist leider wieder total unfair. Jetzt wollte ich extra die Pinke haben. Diese Pinke, die halte ich mal kurz an Hannes dran, dass ihr seht, wie toll die aussieht. Wenn der Hannes da so steht mit dieser Hose. Oh Gott, hallo Hannes, das sieht aber schön aus. Die gibt's aber leider nur bis XL. Das hat nicht gepasst. Und dann ruft die bei der anderen Filiale an und sagt, hallo, bla 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 bla. Dann, ach so, verstehe. Also nur für dünne Menschen, okay. Und ich, wow. Ich habe jetzt einfach die Müllhose genommen daneben, die orange. Die ist orange, da siehst du wieder aus wie der fliegende Holländer. Aber muss halt jetzt ausreichen. Hier haben wir Löschzwerg Hanf Cola. Wir waren nämlich letztens in einem Getränkemarkt, da standen die rum. Das war's von meiner Seite aus. Jetzt merkst du den Hanf auch. Weiß ich nicht. Sollten aufhören, Cola zu trinken. Chili-Soßen, Sampler, Trailer, Pack. Auf dem Balkon nochmal testen. Das sind nämlich die Stormtrooper-Soßen. Die ist richtig schön angenehm. Also ich würde jetzt wieder nicht sagen, dass das jetzt unbedingt scharf ist. Schwarzer Knoblauch, Genuss, ohne Reue, neu. Hier sieht man nochmal also das Teil. Wir können ja mal hier so ein da drauf träufeln. Oh Gott. Es sieht halt einfach aus wie Holzkohle. Einmal öffnen. Windig ist es auch. Aber das ist, glaube ich, zu dem letzten... Ich glaube sogar, das war das letzte Album, was sie, glaube ich, hatten. Was? Trooper. Ja, war, glaube ich, das letzte Album. Es gibt ein Album, was so heißt. Mensch, ja, Hannes, das ist ja... Trooper du war, bist ja richtig drin in der Materie. Das ist der Algeturm, den wir gebastelt haben. Guckt euch den mal an, wie weit hoch der geht. Greift ihr auch immer in die Eichelfässer? Schreibt es mal in die Kommentare. Nee, aber... Wieso schützen du das jetzt immer rein? Dann liegst du beim Wrestling wieder auf dem Sofa und schläfst. Und ich muss alleine gucken, wie gestern bei Raw. Hast du überhaupt was mitgekriegt? Nee, gell? Cool. Gar nichts mitbekommen mehr.
So, der Ramses hat sich jetzt mal wieder Habanero Lime gemacht. Zwei Packungen Samyang Habanero Lime mit Red Coleslaw. Da läuft AEW. Da ist der Hannes. Und es ist Donnerstag, das heißt morgen große Gästeankunft. Dieses komische Salz-Lakritz-Zeug jedem ins Maul stopfen und sagen, probiere mal, das ist so lecker. Aber wir haben den ganzen Tag schon wieder in den Knochen. Die letzten Tage sind echt hart. Wir haben 4-5 Bier-Tastings pro Tag jedes Mal gemacht. Chili-Soßen-Tastings, alles hin und her. Zwischendurch Samyang-Nudeln gegessen. Diese Kombination, echt tödlich. Aber ihr müsst die Zeit einfach nutzen. Mal gucken, wie das morgen klappt. Wer alles kommt, wie die alle ankommen und überhaupt. Das war's. Was ist denn das? Das ist halt. Hallo? Spiel das jetzt in Zeitlupe ab oder was? Das sah aber gerade komisch aus. Hab meine Lippen gar nicht mehr gemerkt. Ja, wir chillen jetzt hier noch ein bisschen. Wir müssen dann aber noch ein Biertasting machen. Hannes hat schon Bock. Hm. Der wird am liebsten den ganzen Tag Biertasting machen, von früh bis abend. So und am Geburtstag fährt man dann mal einen Gang zurück. Weil das soll ja dann chillen und Genuss sein. Ja. Und der Rest davor, die 3 Tage, waren jetzt richtig harte Arbeit. Ja. Neun Springe, Brauerei Neun Springe, Martin Luther Biere. Und dass das der heftigste Säufer aller Jahre ist, das werdet ihr jetzt kennenlernen. Weißt du, dass mein ganzes Bein brennt, wie Feuer gerade? Da, wo das Schwarzbier drüber gelaufen ist. Brennt auf einmal alles, als wäre es einfach nur Säure. Glück betört mehr Leute als Unglück. Hannes, willkommen im Jahr 2023. Da gab es gerade noch Samyang Habanero Lime. So, das ist der Adi-Schatz. Das ist das AEW Wrestling-Programm. Und das ist der Hannes. Moin! Der kam auf die glorreiche Idee, weil ich nichts anhab, dass wir schon wieder, ich habe halt wirklich nichts an, Essen bestellen. Weil der wollte unbedingt mal so einen Döner probieren aus Meiningen, hat jetzt bestellt. Und damit wir überhaupt auf den Bestellwert kommen, mussten wir noch 2 Bier dazu nehmen. Und das Bier kommt in eine Tüte eingewickelt. Und was haben die da beim Dönermann für Bier? Natürlich Asseröder, ne? Jetzt hast du hier ein schönes Asseröder Bier, das ist wenigstens gekühlt. Denn das ist der letzte Abend vor dem Geburtstag und kannst du mal den Beutel hier mit der Blöre noch aufmachen? Aber selbstverständlich. Der letzte vorgeburtstagliche Abend, bevor Geburtstag ist. Das müsste jetzt nämlich 2x Döner kurz sein. Döner hot einmal links, Döner hot einmal rechts. Die sind aber kalt, fühlen sich zumindest kalt an. Und hier müssten jetzt Wedges drin sein als Vorspeise, damit man auf den Bestellwert kommt. Das sind Wedges, das sieht interessant aus. Da ist auch Mayonnaise dabei. Mayonnaise? Von Homan. Und das ist dünne Chort. Mein Gott. Die brauchen wir ja noch. Ach so, für den Bierschanger. Ja, für die Bierschanger. Hannes denkt halt an alles. Er sammelt die ganze Zeit Sonnenbrand für den Bierschanger. So, und das ist jetzt übrigens Döner Chort. Oder in unserem Fall Döner Cold, ne? Und da tropft sogar was Rotes raus. Ist da etwas scharfe Soße drauf? Ne, Taco-Soße. Ja, ja. Sollte angeblich drauf sein. Taco-Soße. Adi Schatz, alles Gute? AEW, AEW. Ich weiß nicht, wie die das sagen. Der Döner hat gerade irgendwie so eine erfrischende Tzatziki-Note. Ja. So richtig cremiges, frisches Tzatziki. Ja, stimmt. Was ich so überhaupt gar nicht kenne. Die sagen zwar mal, wir können so auch Tzatziki drauf machen. Dann hast du da irgendeine cremige, weiße Soße, aber nie mit so einem frischen Tzatziki-Geschmack. Richtig genial.